Hallo Leute, und zwar habe ich hier ein neues Set gekauft bei Loitoi oder Loltoi in China. Den Link packe ich euch unten rein. Das ist ein Sü-Set. Sü gehört zu Sembo. 1169 ist die Setnummer, 1008 Teile. Das ist ein 8-in-1 Set und zwar Iron Man. Es sind 8 Iron Man Figuren, die ich habe das schon mal aufgemacht, damit ich überhaupt weiß, was es ist, weil ich stand jetzt nichts drauf. Ich hole mal so eine kleine Beschreibung raus. Ihr es einmal seht, wir bauen hier so eine so eine Figurenständer zusammen und die werden dann alles zusammengesteckt und dann haben wir alle 8 Figuren in einem so einem Überblick. Fand ich ja ziemlich cool aus. Wie es dann wirklich aussehen wird, werden wir sehen. Und hier sind dann irgendwie noch zusätzliche Sachen zu der Figur selbst. Da gibt es anscheinend noch Funktionen, wenn man sie alleine benutzt oder man stellt sie in den Figurenständer rein. Gucken wir mal, was da drin ist. Ich würde mal sagen, wie gesagt, 14,95 bei Loitoi in China. Also Dollar 14,95, nicht Euro. Sü 11,69, 1008 Teile, 8 in 1. Ich würde sagen, ich packe das einmal aus, das erste Set, und dann baue ich mir mal und dann gucken wir uns das mal an, was da so bei rauskommt. Bis gleich. So, ich möchte euch einmal nochmal die Teile zeigen. Da haben wir einmal diese hier für den Ständer. Die Teile von Sü haben keinen Aufdruck auf den Noppen, aber haben bisher, welche ich hatte, sehr gute Qualität gehabt. Und das hier sind die Teile für die Figur. Die ist schon zum größten Teil zusammengesetzt. Gucken wir uns an, wenn sie dann zusammengebaut ist. Dann haben wir hier noch zwei solche Dinger, wo dann noch weitere Sachen drin sind. So Flammen und alles Mögliche. Ich baue zuerst mal den Ständer zusammen und dann bis gleich. So, in insgesamt 19 Schritten haben wir jetzt 74 Teile zusammengebaut. So sieht das Ding aus. Hier hinten. Ja, mit dem Blauen dazwischen eigentlich ganz schick gemacht. Dies hier ist ein Print, also kein Aufkleber oder sowas. Ja, und davon gibt es dann aber 8 Stück. Das wird sich dann also wiederholen, weil die werden dann alle 4 zusammengesetzt. Hier haben wir Verbinder. Die liegen da einfach neben. Müssen wir dann mal gucken, wie man die verwendet. Und jetzt würde ich als nächstes mich an die Figur hier machen. Und dann melde ich mich wieder, wenn die fertig ist. So. Jetzt haben wir es fertig gebaut. Wir haben hier so einen ganzen, ja, ihr kennt vielleicht Iron Man sehr gut. Es würde für mich so was sein wie Düsenantrieb zum Fliegen. Hier ist für den Hals ein Loch drin. Das Rot finde ich total kräftig, muss ich sagen. Dann haben wir hier noch, das kann er hier halten. Ja, Schutzschild oder wie auch immer, so gedreht. Dann hier nochmal sowas in kleiner. Ist das richtig rum? Oder muss das eher so rum? Keine Ahnung. Muss eher so rum, genau. Dann haben wir hier so, ja, Schüsse, die wegfliegen, würde ich sagen. Kann man sich dann irgendwie so was mit aufbauen. Wir haben hier noch eine Rüstung. Und die Figur selbst. Ja, der Druck sieht gut aus. Auf den Beinen bedruckt. Hier der Oberkörper bedruckt. Auf der Rückseite ist auch ordentlich richtig was bedruckt. Der Helm ist hier aufklappbar und dann kommt das Gesicht zum Vorschein. Ich kann das auch nochmal abnehmen. Das ist so ein bisschen robotermäßig, das Gesicht in dem Fall. Und dann geht das wieder zu. Jetzt würde ich mal einmal... Oh, der Kopf ist ziemlich fest, aber jetzt geht er los. Dieses Teil hier raufsetzen. Der wird dann natürlich nie mehr von alleine stehen, ohne jetzt eine Halterung. Aber so sieht es aus. Und dann könnten wir Ihnen hier noch das Teil in die Hand geben. Einen Moment. Und dann haben wir hier den Iron Man. Genau. Dann nehmen wir das mal alles. Jetzt habe ich die Hand mit rausgerissen. Ja gut, das haftet alles noch ziemlich gut. Oder hält noch ziemlich gut.
So, dann will ich das hier nochmal aufsetzen. Die Hand packe ich immer wieder rein. Einen Moment, muss ich die erstmal hier abkriegen. Einen Moment. So. Und so. Und dann haben wir ihn mit der Rüstung drauf. Und wenn wir jetzt sagen, ohne irgendwas dabei, stellen wir ihn jetzt hier rein. So. Einmal kurz. Ja. Ich mit meinen dicken Wurstfingern komme da kaum rein. So sieht es dann aus. Und davon dann 8 Stück, wo die alle drin stehen. Das finde ich schon ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. Dieses Zubehör hier, ja, das ist zum Spielen, ne? Also ich habe es eigentlich wegen diesem Ding gekauft, weil ich das eigentlich ganz toll fand, wie es aussah. Das hier muss ich mal gucken. Vielleicht bewahre ich die Teile auch einzeln auf. Entscheide ich zum Schluss. Das war übrigens die Version C. Also ich habe hier nicht die Reihenfolge eingehalten. Und jetzt kommt der nächste. Mal gucken, welcher das ist. Das ist der G. Ich würde einmal sagen, ich baue alles zusammen und melde mich dann wieder, wenn ich auch wieder so weit bin wie bei ihm. So, wir haben alles wieder fertig gebaut. Es ist genau das gleiche, ja, Figuren. Ständer oder Display Stand oder wie man die nennt. Hier ist der, ja, auch wieder dieser Antrieb, den er sich auf den Rücken setzen kann. Diesmal in Blau-Rot. Im Vergleich zu, ansonsten ist er genau gleich. Dann haben wir hier auch wieder in Blau haben wir das, was wir hier schon in Weiß hatten. Und die Figur. Ja, schön mit Silber bedruckt hier überall. Gefällt mir ziemlich gut. Braune Hände, weil brauner Kopf. Rückseite ist auch bedruckt. Silberner Helm. Der andere hatte Gold. Und dann haben wir den zweiten fertig. Ja, da würde ich doch glatt mal sagen, machen wir den nächsten. Und dann gucken wir mal, welchen ich diesmal erwische. Ah, ich kann hier einfach gleich mal rausfallen. Oh, mit blauen Flammen diesmal. Anstatt mit roten. Interessant. Gucken wir mal raus. Das ist Nummer D. Erstmal wieder der Stand und dann, das scheint der normale Iron Man zu sein, oder? Also den man auch aus dem Film kennt. Ich bin gespannt. Bis gleich. Und der nächste ist fertig. Wir haben diesmal Gold mit Rot und blaue Flammen. So sieht es aus. Und hier dann eben auch nicht mehr Rot alles, sondern Blau. Das kommt mal wieder hier hinten hin. Und natürlich auch dementsprechend hier diese kleinen Dinger in Blau. Die Rüstung in Gold. Und der goldene Iron Man mit Rot. Aufklappbar sieht der Kopf so aus. Ja, gefällt mir ganz gut. Auch der kommt jetzt hier wieder in seinen Display Stand rein. Und dann haben wir den dritten fertig. Jo, dann würde ich jetzt glatt mal sagen, bauen wir den vierten. Ist natürlich immer das Laie. Aber ich finde, das sieht eben ganz gut aus. Also die Sachen hier interessieren mich jetzt nicht so unbedingt, muss ich sagen. Aber das würde ich mir auf jeden Fall hinstellen. Na, geh auf. So, mal gucken, welchen wir jetzt haben. Hierfür haben wir diesmal orangene Flammen. Also da sind auch Unterschiede, wenn man solche Sachen sucht, hat man da echt gute
Chancen, verschiedene von diesen Flammdingern zu bekommen. Jetzt haben wir einen grünen mit Gold. Die B-Version. Und wie immer zwei Typen. Und dann werde ich ihn auch wieder bauen. Und dann bis gleich. So, und der grüne ist auch fertig. Wieder das Teil. Sieht jetzt so aus. So Bronze mit grün und orangenen Flammen. Das packe ich dann auch mal. So, mach mal die Tüte hier weg. Dahin. Dann haben wir hier grüne Rüstung. Ja, orange eine Waffen oder wie auch immer. Und in orange die Teile. Und dann haben wir ihn hier, den grünen Iron Man mit bronzenfarbenen Aufdruck. Und einem Wechselgesicht. Wir haben einmal das Gesicht hier und das Gesicht. Ja. Übrigens, die Helme, die klicken richtig ein, ne? Also das finde ich schon ziemlich cool. Und wir haben den nächsten Figurenständer fertig. Und klack, da ist er drin. Nummer 4. So, die Hälfte haben wir. Weiter geht's. So, Nummer 5 ist fertig. Wir haben Gold mit Rot und blauen Flammen. Da habe ich die Flammen falsch rumgesetzt, sehe ich gerade. Naja, egal, mache ich später. Ein roten Panzer mit blauem Licht. Blaue Dinger, Blitzschosse, blau und den. Das ist unser Iron Man diesmal. So sieht er von vorne aus. Man könnte wohl auch die, das ist die Rückseite. Wir haben rot mit goldener Visier. Und so sieht das Gesicht aus. Er hat ein Wendegesicht. Das andere ist blau. Ich finde das Nicht-Blaue, ehrlich gesagt, besser. Insofern würde ich ihn wieder zurückwenden. Zurückwenden ist auch schön. So, und dann kommt er auch rein. Und daneben. Die Sachen kommen hier hinten hin. Ups. Wir haben das erste Ausstück gehabt, diese kleine Linse, wie ihr seht, vielleicht könnt ihr das erkennen, die ist oval irgendwie zusammengeschmolzen, passt da natürlich nicht mehr. Deswegen habe ich hier eine rote verbaut, die war beim vorigen übrig, habe ich die erstmal genommen. Wir haben übrigens bei jedem Set bisher eine Hand übrig gehabt, das einzige Teil. Außer die rote Linse, die war einmal übrig, aber sonst immer eine Hand. Auch sehr lustig. Beim letzten Mal habe ich den gar nicht gezogen, ne? Dann machen wir das jetzt wieder. Wir haben wieder rote Blitzteile. Übrigens, das war Nummer A. Also das ist wohl der richtige, wenn es A ist. Also der ganz bekannte Standard. Und jetzt kommen wir zu Nummer E. Das ist ein weißer, schwarz-weiß, so wie ich das hier sehe. Okay. Genau. Baue ich auch alles fertig und dann bis gleich. So, und auch er ist fertig. Silber-schwarz diesmal mit Rot. Auch hier war leider wieder eine von den weißen Noppen. Sieht man jetzt nicht, aber ist auch wieder leicht verbogen, ging nicht rauf. Habe ich eine rote genutzt, habe ich jetzt eine zu wenig, aber ich habe in meinem Portfolio noch welche, aber da ich diese Dinger hier wahrscheinlich sowieso nicht so aufbewahren werde, weil die liegen bei mir noch rum, ich will ja das da reinstellen, werden die wahrscheinlich sowieso irgendwo in mein Steine-Sortiment reingehen und dann brauche ich sie auch nicht mehr. Hier haben wir wieder Rot. Wieder zwei davon. Wir haben eine schwarze Hand übrig. Eine Rüstung schwarz mit einem blauen Punkt. Und er ist natürlich schwarz-silber und nicht weiß, was ich eben meinte. Aufgeklappt sieht man, dunkelhäutig, kein Wendegesicht.
aber auch cooles Aussehen. Wieder in seinen Ständer hier rein. Und flop. Und Nummer 6 ist fertig. Vorletzter. Wieder einer mit blauen Flammen. Ja, müssen wir mal gut verklebt hier. Was haben wir da für einen? Wir haben einen goldenen oder orangenen. Ne, orange mit Gold. Alles klar. Dann baue ich ihn auch. Bis gleich. So, der orangene ist auch fertig. Orange mit Silber. Das Teil hier mit blauen Flammen. Kommt auch da hinten hin. Blau. Hier ist mir leider gerade eben... Ich habe es durchgebrochen. Das erste Mal mein Fehler. Kaputt. Muss man ganz klar mal so sagen. Das wandert also alles erstmal nach hinten. Wieder eine Hand, orange. Dann haben wir hier einen orangenen Panzer, Brustpanzer. Und wir haben hier den orangenen Iron Man mit Silber abgesetzt, auf der Rückseite auch schön bedruckt. Goldene Visier mit orangenen Helm, normalen Kopf und kein Wendegesicht. Guter Druck, gefällt mir, vor allen Dingen die Helme, wie sie so schön einklacken, auch. Dann haben wir hier jetzt Nummer 7 fertig. Und schlupp. Und jetzt kommt der letzte. Die Tüte auch weg. Ja. So. Wieder mit roten Flammen. Und es ist ein komplett silberner, wie es aussieht. Ja, also wie gehabt, ich baue kurz, melde mich wieder und dann kommt der Abschluss. So, und der letzte ist fertig. Das ist so gräulich weiß oder silberweiß, aber das ist eher gräulich mit roten Feuerdingern. Das habe ich jetzt nicht mehr zusammengebaut, die beiden Schussdinger, tut mir leid, aber wir haben wieder eine Hand übrig. Eine graue. Wir haben einen grauen Brustpanzer mit wieder dem blauen Ding in der Mitte, dem Herz oder wie auch immer. Und silbergrau ist er jetzt. Die Aufdrucke sind wirklich wieder gut gelungen. Und dunkelhäutig ein Gesicht. Und auch er kommt hier wieder rein. Und steht drin. So, jetzt will ich einmal sehen, wie man die zusammensetzt. Das müsste eigentlich irgendwie gehen. Und dann würde ich mich gleich wieder melden. Ja, jetzt haben wir es zusammengesetzt. So sieht es aus. Wir haben jetzt hier überall diese Scharniere eingesetzt. Anstatt Zweiern hier, Scharniere. Und dadurch können wir die jetzt alle... Ja, bewegen, wie wir wollen, gerade oder so, schön kompakt. Ich finde, sieht klasse aus. Wir haben hier die Schilder hier in der Mitte entfernt. Dadurch, dass wir das jetzt gemacht haben, und so würde ich es auch hinstellen, haben wir jetzt ziemlich viel übrig, wie ihr seht. Also hier, diese Dinge haben wir alle entfernt. Wir haben die bedruckten Fliesen entfernt, die ganzen Einer, Zweier, und wir haben auch viel zu viele Scharniere gehabt. Dann noch der ganze Rest rundherum. Also das hier alles, diese Teile. Also mir ging es hauptsächlich um dieses Ding hier, so wie es jetzt da steht. Und alles andere ist im Grunde genommen dann Steineportfolio. Und das war's. Mir gefallen sie ziemlich gut. Auch wenn es Lego-Figuren sind, von der Form her. Aber diese 8 verschiedenen Iron Man Ausführungen finde ich echt super. Auch mit diesem Ständer, wo sie draufstehen. Und ist toll gemacht, finde ich.
keine Aufkleber, alles nur bedruckt und mir gefällt's. Was sagt ihr dazu? Gefällt euch das auch? Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen oder ein Abo oder einen Kommentar von euch. Beim Abo könnt ihr auch die Glocke klicken, falls ihr immer informiert werden wollt, wenn ein neues Video von mir kommt. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag oder wann auch immer ihr das Video guckt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann und tschüss!